Und zwar mache ich heute eine Marmeladen-Frischkäsecreme. Ich nenne die extra Marmeladen-Frischkäsecreme, weil ihr die natürlich wie bei den meisten Frostings, die ich ja mache, immer noch variieren könnt. Denn ihr könnt jetzt jede Marmeladensorte nehmen, die ihr gerne möchtet. Das heißt Erdbeer, Kirsche, Aprikose, Orange oder was auch immer ihr gerne für einen Geschmack da rein haben möchtet. Ich habe mich jetzt hier für Aprikosenmarmelade entschieden und mache ungefähr die Menge für so 12 Cupcakes. Wenn ihr eine Torte mit dieser Creme bestreichen möchtet, solltet ihr die Menge am besten verdoppeln. Aber die genauen Mengenangaben schreibe ich natürlich wie immer unten in die Infobox mit rein. Und für diese ca. 12 Cupcakes braucht ihr dann 110 Gramm Butter, 125 Gramm Puderzucker, 100 Gramm Marmelade, 225 Gramm Frischkäse und ein Päckchen Vanillezucker. Dann braucht ihr natürlich auch noch eine Rührschüssel und natürlich einen Mixer. Und beginnen tun wir jetzt als erstes damit, dass wir schon mal die Butter und den Puderzucker schön schaumig schlagen. Dann kommt jetzt als nächstes der Vanillezucker hinzu. Das verrühren wir dann auch nochmal. Als nächstes der Frischkäse dazu und da müsst ihr wirklich aufpassen, dass ihr das nicht zu lange schlagt mit dem Mixer, denn das könnte sonst gerinnen. Also wirklich nur so, dass es einmal schön vermixt ist und dann nicht noch extra lange rühren oder sowas, das ist dann nicht gut. Also nur einmal kurz durchmixen. Und wenn ihr das habt, dann kommt jetzt natürlich zum Schluss noch die Marmelade dazu. Und die heben wir dann einfach mit einem Löffel unter die Creme. So, und schon wäre eure Creme fertig. Und die ist auch wirklich super schnell gemacht. Falls euch die ein bisschen zu flüssig sein sollte, könnt ihr die natürlich dann nochmal in den Kühlschrank tun, damit die ein bisschen fester wird. Und die dann erst auf eure Torte draufspritzen. Oder wenn ihr die Torte damit einstreichen wollt, könnt ihr das natürlich auch direkt machen. Beim Aufspritzen müsst ihr aber natürlich darauf achten, dass durch die Marmelade natürlich auch ein paar Stückchen da drin sind. Darum müsst ihr dann natürlich relativ große Spritzthüllen nehmen, damit ihr da natürlich auch die Stückchen sozusagen mit durchdrücken könnt. Denn bei so kleinen Spritzthüllen kann es dann sein, dass es schnell verstopfen kann. Darum am besten dann etwas größere Spritzthüllen benutzen. Ja, vom Ding her war es das jetzt aber auch schon wieder von meinem Grundrezept. Das war ja nun schon wieder ein sehr schnelles Grundrezept. Wenn ihr diese Creme nachmacht, schreibt mir bitte in die Kommentare, wie es euch denn geschmeckt hat. Oder welche Marmelade ihr denn benutzt habt und welche Variante euch am besten schmeckt. Und falls ihr noch andere Ideen habt, die ich vielleicht noch für euch machen kann, egal ob zu einem Grundrezept oder zu irgendeinem anderen bestimmten Thema, dann schreibt mir das auch gerne alles in die Kommentare und ich versuche das für euch umzusetzen. Und da die Creme jetzt fertig ist, war es das auch wieder für dieses Video. Und darum sage ich einfach schon mal bis zum nächsten Mal und bis dann. Bye, bye. Ich habe natürlich wie immer auch ein paar andere Videos für euch und die habe ich euch zum Teil hier unten schon mal verlinkt. Zum Beispiel mein letztes Freaky Baking Video oder das letzte Make-up oder natürlich auch der letzte Workshop. Und auch die anderen Grundrezepte findet ihr da. Und hier an der Seite findet ihr natürlich auch noch meinen Zweitkanal. Das ist mein Action & Fun Kanal. Und wer keine Videos mehr verpassen möchte, der darf gerne da unten auf Abonnieren klicken. Ich würde mich auf jeden Fall riesig darüber freuen. Und jetzt zeige ich euch nochmal diese Creme.